Hey, Sascha für Mobile Geeks hier und wir schauen uns gerade das neue Lenovo Vibe Z an. Oder sagen wir mal Vibe Z, weil uns hört jetzt einfach ein bisschen Banane an, wenn wir das halb Englisch und halb Deutsch machen. Das ist ein 5.5-Incher, 1080p ist die Auflösung, er rennt auf dem Qualcomm Snapdragon 800, also Quad-Core SoC, 2,2 GHz, 2 GB RAM. Und dann gibt es Varianten mit 16, 32 GB internen Speicher, den man wohl nicht aufrüsten kann. Wir schauen uns das Gerät einfach mal von der Seite an. Ihr seht sofort, das ist nur 7,9 mm dick, dünn, 145 Gramm. Sehr, sehr leicht. Vorne haben wir eine 5-Megapixel-Kamera, hinten eine 13-Megapixel-Kamera, LED-Flashlight auch dabei. Auf der linken Seite entsprechend die Lautstärkeregelung, Micro-USB und auf der Seite packt ihr eure SIM-Karte rein. Und dann haben wir den An- und Ausschalter und noch Anschluss für euer Headset. Man kann die Kiste nicht aufmachen. Ich weiß von daher nichts über den Akku, ist hier auch nicht angegeben, aber haben wir wahrscheinlich auch in der offiziellen Pressemitteilung dann irgendwie drin. Da ich das nur 145 Gramm wiegt, frage ich mich, was für ein Akku die da reingebaut haben. Also wird mindestens 2600er sein. Ob das ein 3000er ist, bezweifle ich so ein bisschen, weil einfach es ist sehr, sehr leicht. Ich hoffe mal, dass es ein 3000er ist. Aber dennoch schön zu sehen, dass Lenovo jetzt einfach auch in diese Klasse vorgestoßen ist, der wirklich High-End-Smartphones. Das wird im Februar verfügbar sein, wahrscheinlich zur Mobile World Congress, kostet dann hier 549 US-Dollar. Ich gehe mal davon aus, unter 500 Euro dann in Deutschland. Also, erstes Hands-on mit dem neuen Lenovo Vibe Z, Vibe Z. Ich bin Sascha von Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.